Hallo und herzlich willkommen bei der Stiftung für aktives Kommunalwesen und in unserer Videoreihe Engagement organisieren. Ihr engagiert euch für einen guten Zweck oder ihr wollt damit loslegen, zum Beispiel Naturfreizeiten für Jugendliche aus der Stadt organisieren oder Musikunterricht für Kleinkinder anbieten oder die Karnevalssession vor Ort ausrichten. Wir möchten euch behilflich sein. Dazu stellen wir euch unterschiedliche Rechtsformen vor, mit denen ihr eure Aktivitäten unter ein Dach bringen könnt und geben euch hoffentlich gute Impulse für die Entscheidung, welche dieser Rechtsformen am besten zu euch passen würde. Schnell stößt man bei seinem individuellen Engagement an rechtliche oder organisatorische Grenzen. Aber was klein anfängt, kann ganz schnell groß und umfangreich werden und dazu ist man lieber gut aufgestellt. In den beiden anderen Videos dieser Reihe geht es um unternehmerisch tätige Firmen und um Vereine. Aber in diesem hier geht es um die Stiftung. Das ist ganz vereinfacht ein Vermögen, das einem bestimmten Zweck gewidmet, also dafür gestiftet ist. Abonniert die Starko bei YouTube, wenn gemeinnütziges Engagement euch interessiert. Bei Fragen oder Vorschlägen schreibt uns einen Kommentar drunter. Und wenn ihr helfen wollt, Videos anschauen, teilen und ein Gefällt mir dalassen. Alle wichtigen Links gibt's in der Videobeschreibung. Erstmal holen wir uns den Willi dazu. Hi Willi. Der Willi ist traurig, denn vor kurzem ist sein Onkel Heinrich verstorben. Willi war immer sehr stolz auf seinen Onkel. Dem war es nämlich, solange Willi zurückdenken kann, ein großes Anliegen, Jugendlichen aus der Stadt Ferienfreizeiten im Grünen zu ermöglichen. Dazu hatte er ein Grundstück im Wald gekauft und einen Zeltplatz draus gemacht, mit Duschen, Toiletten und allem drum und dran. Alles auf seine eigenen Kosten. Den Zeltplatz hat er dann gemeinnützigen Einrichtungen aus den umliegenden Städten für Jugendfreizeiten zum Selbstkostenpreis überlassen. Onkel Heinrich hat Willi dieses Grundstück mit dem Zeltplatz und auch Geld hinterlassen. Davon könnte der Willi sich jetzt was gönnen. Das Grundstück verkaufen und sich einen schicken Sportwagen zulegen zum Beispiel. Aber Willi ist sehr zufrieden mit dem, was er hat. Und im Andenken an seinen Onkel will Willi das Grundstück und das Geld lieber für den Zweck einsetzen, dem Onkel Heinrich so viel Zeit und Herzblut gewidmet hat. Willi könnte den Nachlass einer Einrichtung spenden, die sich ebenso für Ferienangebote für Jugendliche einsetzt. Diese Spende könnte er auch zweckgebunden leisten, also mit der Auflage, dass der Empfänger das Vermögen nur zu vorher festgelegten Zwecken verwenden darf. Ja, und damit hätte Willi tatsächlich schon eine Art Stiftung geschaffen, ein Vermögen zu einem bestimmten Zweck gewidmet. Gleichzeitig hätte Willi aber mit der gestifteten Spende auch das Eigentum und den Besitz an dem Vermögen aufgegeben. Und das will er eigentlich nicht, weil das Thema Jugend und Natur dem Onkel so sehr am Herzen gelegen hat, dass Willi auch wirklich ganz sicher gehen und jederzeit wissen will, wozu das Vermögen im Einzelnen eingesetzt wird. Andererseits will er dem Rest der Welt aber auch klar machen, dass er sich nicht am Nachlass des Onkels bereichern wird. Vielleicht will er selbst den Nachlass verwalten, aber nicht für sich selbst behalten. Ganz schön knifflig, Willi. Aber zum Glück bist du nicht der Erste, der sich solche Gedanken macht. Der Gesetzgeber hat für solche Vermögen eigene Begriffe festgelegt. Es soll nicht der Eigentümer, das wem gehört etwas, sondern der Zweck, das wozu soll es verwendet werden, im Vordergrund stehen. Und das nennt man dann Sondervermögen, Zweckvermögen oder eben Stiftung. Am Ende steht Willi vor ein paar ganz grundsätzlichen Fragen. Wer soll das Vermögen verwalten und nach welchen Regeln? Wer ist verantwortlich und wer trifft Entscheidungen? Als Onkel Heinrich noch lebte, war das einfach. Er selbst hat sich gekümmert, hat sein Eigentum dafür eingesetzt. Jetzt ist er nicht mehr da, sondern nur noch sein Andenken und sein Vermögen. Willi könnte Eigentümer des Nachlasses von Onkel Heinrich bleiben und sich selbst, genau wie sein Onkel, um alles kümmern.
Leider kann Willi aber nicht so viel Zeit und Mühe aufbringen. Es wäre ihm lieber, wenn er die Verwaltung jemand anderem überlassen könnte, zum Beispiel dem örtlichen Pfadfinderstamm. Die hatten nämlich schon Bereitschaft gezeigt, sich um die Verwaltung des Zeltplatzes zu kümmern und ihn im Sinne von Onkel Heinrich zu pflegen und zu betreiben. In juristischen Worten, Willi würde eine Treuhandstiftung errichten. Dazu muss er in einem sogenannten Stiftungsgeschäft das Vermögen beschreiben, um das es konkret geht und welchem Zweck es dienen soll. Außerdem legt er fest, wer das Restvermögen erhält, falls die Stiftung aus irgendeinem Grund aufhören sollte zu existieren. Willi legt in seinem Stiftungsgeschäft fest, dass das Vermögen dann dem Pfadfinderstamm zufallen soll. In einer Stiftungssatzung regelt er mit dem Pfadfinderstamm außerdem, wie der den Zeltplatz und das Geld einsetzen darf und verwalten muss. Also wie der Stamm mit Willis Eigentum umgeht. Das also nennt man eine Treuhandstiftung. Willi gibt dem Pfadfinderstamm das Vermögen zu treuen Händen, aber gibt das Eigentum rechtlich nicht auf. Nochmal zusammengefasst, Willi. Eigentum und Verwaltung des Stiftungsvermögens sind unabhängig voneinander. Du kannst das Eigentum behalten oder an jemand anderen mit einer bestimmten Zweckbindung abgeben. Die Verwaltung wäre dann dessen Aufgabe, es sei denn, Willi hätte vorher was anderes bestimmt. Das Vermögen ist dabei nur ein Objekt, also jemandes Eigentum unter jemandes Verwaltung. Wenn das Vermögen es zulässt, kannst du es auch rechtlich selbstständig machen, also zu einem Subjekt. Dann ist die Stiftung ihre eigene Eigentümerin. Man nennt sie rechtsfähig. Solche Stiftungen haben eigene Rechte, Pflichten und die damit verbundenen Risiken. Du, Willi, und dein restliches privates Vermögen sind von der rechtsfähigen Stiftung getrennt. Die Stiftung greift nicht in dein privates Vermögen ein oder umgekehrt. Gegenüber dem Rest der Welt vermittelt das Rechtssicherheit und Seriosität. Wir alle, also ihr und ich, sind natürliche Personen. Das ist Rechtssprech für Menschen. Eine rechtsfähige Stiftung ist eine juristische Person, also eine erfundene Person, ein Phantom. Das Phantom kann aber nicht handeln. Es tut ja selbst nichts. Eine andere Person, zum Beispiel Willi, oder auch der Pfadfinderstamm als eingetragener Verein, e.V., handeln für die Stiftung. Zu Vereinen haben wir übrigens ein eigenes Video im Kasten. Und so eine rechtsfähige Stiftung kann jeder gründen, grundsätzlich, klar, wenn man das erforderliche Vermögen, das Stiftungsgeschäft und ihre Satzung vorweisen kann. Die inneren Angelegenheiten der Stiftung, ihre Verwaltung, ihre Vertretung nach außen und die Entscheidungsfindung regelt Willi durch die Stiftungssatzung. Damit eine Stiftung rechtsfähig werden kann, muss sie außerdem von einer staatlichen Aufsichtsbehörde anerkannt werden. Die Aufsichtsbehörde muss überzeugt sein, dass der Bestand der Stiftung aus dem vorhandenen Vermögen in Zukunft sichergestellt sein wird. Positive Bestandsprognose nennt man das. Das kann in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt sein. Im Allgemeinen gilt, ab einem Vermögenswert von 100.000 Euro wird von der Bestandsfähigkeit ausgegangen. Alle nützlichen Links dazu gibt's wie immer in der Videobeschreibung. Willi entscheidet sich, die Stiftung rechtlich selbstständig zu machen. Das Stiftungsgeschäft legt er der zuständigen Aufsichtsbehörde vor, also seine Erklärung, den Nachlass für den genannten Zweck in die Stiftung zu überführen. Welche Aufsichtsbehörde für Willi oder auch für euren Stiftungssitz zuständig ist, dazu haben wir euch natürlich einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Außerdem legt Willi der Aufsichtsbehörde die Stiftungssatzung vor, also die Regeln darüber, von wem und wie das Stiftungsvermögen verwaltet wird. Der Zeltplatz und das Geld aus dem Nachlass von Onkel Heinrich übersteigen den Vermögenswert von 100.000 Euro. Durch die Überlassung des Zeltplatzes zum Selbstkostenpreis und den Vermögensstock der Stiftung ist die positive Bestandsprognose gegeben. Die Stiftung erhält einen Namen, den Willi in Stiftungsgeschäft und Satzung bestimmt hat.
Stiftung Zeltplatz im Grünen soll sie heißen. Willi erhält von der Aufsichtsbehörde die positive Entscheidung in Form einer Stiftungsurkunde. Die Stiftung Zeltplatz im Grünen ist jetzt eine private Stiftung des bürgerlichen Rechts. Herzlichen Glückwunsch, Willi. Anders als bei eingetragenen Vereinen oder unternehmerisch tätigen Firmen gibt es über Stiftungen kein öffentliches Register. Die Stiftungsurkunde ist also besonders wichtig als Nachweis gegenüber dem Rest der Welt. Also hier nochmal die Checkliste für die Gründung einer rechtsfähigen Stiftung. Erstens, ein bestandskräftiges Vermögen, also eins, das sich selbst für einen nennenswerten Zeitraum erhalten kann, zum Beispiel ab einem Gegenwert von 100.000 Euro. Zweitens, das Stiftungsgeschäft, also die Erklärung des Stifters, das Vermögen einem bestimmten Zweck zu widmen und das Eigentum daran aufzugeben. Und drittens, die Stiftungssatzung. Also das Innengesetz der Stiftung mit den Regeln der Verwaltung des Vermögens. Und zur Erinnerung, eine nicht rechtsfähige Stiftung kann man grundsätzlich nach denselben Prinzipien führen. Sie ist dann allerdings rechtlich nicht vom sonstigen Privatvermögen getrennt. Ob Willis Stiftung gemeinnützig, mildtätig oder kirchlich im Sinne des Steuerrechts ist und damit steuerlich begünstigt, das ergibt sich aus der Abgabenordnung. Sie ist das Gesetz über die Grundsätze des Steuerverfahrens in Deutschland und aus den Paragraphen 51 bis 68 gehen die Voraussetzungen für allgemeine Steuerbegünstigungen hervor. Da hat der Gesetzgeber eine lange Liste mit steuerlich begünstigten Aktivitäten, zum Beispiel aus den Bereichen Kultur, Sport oder Brauchtumspflege, aufgeführt. Schaut ihr doch auch mal, ob sich euer Stiftungszweck darin wiederfindet. Für Steuerbegünstigungen ist die Rechtsform übrigens unwichtig. Gemeinnützig können Stiftungen sein, ob sie nun rechtsfähig sind oder nicht. Eine Vermögensmasse zu einem bestimmten Zweck verwalten, das ist Stiftungsarbeit. Eure Stiftung rechtlich selbstständig zu machen, also eine rechtsfähige Stiftung zu gründen, da sollte das Verfahren für euch jetzt keine große Hürde mehr sein. Deswegen haben wir alle nützlichen Links mit Checklisten, Mustern und Informationen, wie immer, in die Videobeschreibung gepackt. Und was der Willi kann, das könnt ihr auch. Hat euch unser Video gefallen? Können wir was besser machen? Lasst uns wissen und schreibt uns einen Kommentar. In dieser Videoreihe stellen wir euch auch noch weitere Rechtsformen vor, in denen ihr euer Engagement organisieren könnt. Bis dahin, ich bin Bernd Züll. Und das hier ist die Stiftung für aktives Kommunalwesen. Bleibt dabei und bleibt dran.